Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Raab und ihr seid richtig hier auf meinem Kanal. Hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und heute klären wir mal die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Option und einem Optionsschein? In Zukunft heißt es jetzt vielleicht öfters, Dienstag ist Optionstag, denn nachdem ich euch ja im letzten Video einmal etwas gesagt habe, wie ich ein langfristiges Investmentdepot mit Optionen pimpe, ihr erinnert euch, ich habe euch da auch hier diesen Basiskurs empfohlen, ne? Link ist nochmal unten drin, haben schon ganz, ganz viele von euch bestellt, finde ich super und ganz viele haben mir auch geschrieben, ich soll mehr zum Thema Optionen machen. Jetzt machen wir hier raus aber natürlich keinen Optionskanal, sondern ich möchte das wirklich verbinden mit dem langfristigen Investieren. Wie kann man also Trading, und zwar Trading von Optionen, mit dem langfristigen Investieren verbinden? Und das werden wir jetzt immer dienstags machen. Und wir fangen mal ganz von vorn an und klären so ein bisschen die Basics ab. Und Basics heißt natürlich erstmal, dass viele von euch gefragt haben, Mensch, Optionen, ist das eigentlich das gleiche wie ein Optionsschein? Und da wollen wir heute mal die Unterschiede aufklären. Und ihr habt vielleicht aus meiner Formulierung schon gehört, natürlich ist eine Option nicht das gleiche wie ein Optionsschein, sondern es sind sogar, obwohl es gleich klingt, fast völlig fremde oder vollkommen unterschiedliche Dinge. Was ist eine Option, was ist ein Optionsschein? Grundsätzlich, Optionen werden an einer Börse gehandelt und ihr Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Das heißt, es gibt genau wie bei einer Aktie, gibt es einen Käufer und es gibt einen Verkäufer. Wir werden auf die Preisgestaltung von Optionen später mal noch eingehen. Wir merken uns erstmal heute hier, bei Optionen, genau wie bei Aktien, gibt es immer einen Käufer und es gibt einen Verkäufer. Und ich kann als beides auftreten. Also ich kann eine Option kaufen, ich kann sie aber auch an jemand anders verkaufen. So, was ist jetzt ein Optionsschein? Ein Optionsschein ist ein verbrieftes Derivat. Verbrieftes Derivat, was heißt das? Das heißt erstmal nichts anderes als, dass es irgendjemand gibt. In der Regel ist das eine Bank oder ein Finanzinstitut, der als Emittent auftritt und der mir quasi diesen Optionsschein anbietet. Das heißt also, ich kann einen Optionsschein immer nur kaufen. Ich kann ihn nie verkaufen. Wir kommen gleich nochmal drauf. Jetzt wird einer sagen, natürlich kann ich einen Optionsschein verkaufen. Klar, wenn du ihn vorher gekauft hast, kannst du ihn auch verkaufen, aber du kannst nicht in ihn short gehen. Und warum das wichtig ist, klären wir gleich noch. Optionsscheine sind im Gegensatz zu Optionen nicht standardisiert. Das heißt, ein Optionsschein bezieht sich zwar auf ein sogenanntes Underlying, also beispielsweise auf einen Aktienindex oder auf eine einzelne Aktie oder auf eine Währung oder auf einen Rohstoff, aber jeder Emittent kann dann alle Parameter, die so ein Optionsschein umfasst, für sich selbst festlegen und entsprechende Optionsscheine herausgeben. Und zwar, das heißt, was kann er denn, an welchen Stellschrauben kann er denn drehen? Er kann das Bezugsverhältnis unterschiedlich gestalten. Bezieht sich jetzt der Optionsschein auf eine Aktie, auf 10 Aktien, auf 100 oder auch von mir aus auf 117? Die Laufzeit kann unterschiedlich sein, ne? Er kann das an unterschiedliche Tage binden. Er kann das sagen, ich mache das eine Woche lang, ein Jahr lang, 6 Jahre lang, was auch immer. Da ist der Emittent völlig frei. Er kann die Preise unterschiedlich machen, er kann die Bezugsgrößen unterschiedlich machen. Also er hat ganz, ganz viele Dinge, wo er daran drehen kann. Bei Optionen dagegen ist das alles standardisiert. Das heißt, da gibt es genaue Festlegungen, worauf bezieht sich das, wie groß ist das Bezugsverhältnis, wie sind die Laufzeiten, weil die sind standardisiert und so weiter. Das heißt, es ist viel, viel leichter, sich eine Option anzuschauen, als aus der Vielzahl von Optionsscheinen den richtigen zu finden, den man benötigt. Das ist für mich aber gar nicht so der entscheidende Punkt, denn ein Emittent ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Vor vielen, vielen Jahren, mittlerweile muss man sagen, vor vielen, vielen Jahren, es ist nämlich schon wieder fast 10 Jahre werden es jetzt, 2007 begann im Sommer die Finanzkrise, die dann bis ins Jahr 2009 ging. Und in den ein, zwei Jahren danach war immer ein ganz großes Thema, wie sicher ist denn mein Emittent? Das heißt also, welches Risiko gehe ich denn ein? Bei einer Option habe ich kein Emittentenrisiko. Das heißt, die wird von der Börse zwar herausgegeben, diese Option wird an einer Börse gehandelt. Es gibt aber mein Gegenpart, mein Counterpart sozusagen, ist ein anderer Börsenhändler. Und der muss nachweisen, dass er Geld hat, um seinen Verpflichtungen nachzukommen über das Thema Margin.
Bei einem Emittent, und da kommen wir jetzt wieder auf die Finanzkrise, ist es aber eine Finanzinstitution und dadurch, dass es eine sogenannte Verbriefung ist zu einem Optionsschein, müssen wir uns natürlich immer anschauen, wie sicher ist denn mein Kontrahent? Und heute sagt jeder, naja, was soll denn da schon Großartiges passieren? Aber ich habe selbst erlebt, 2008, als Lehman Brothers damals pleite gegangen ist und sehr, sehr viele Produkte, die man hatte von Lehman Brothers oder die man haben konnte zum damaligen Zeitpunkt, eben Zertifikate oder auch Optionsscheine, wurden quasi über Nacht wertlos. Warum? Weil der Kontrahent, der Emittent, war einfach nicht mehr vorhanden, weil er ja Insolvenz angemeldet hat. Zurzeit scheint es dieses Problem nicht mehr zu geben. Wir haben andere Gesetze, wir haben anderes Eigenkapital, was die Banken hinterlegen müssen. Die Aufsicht ist ein bisschen anders, aber man sollte das im Hinterkopf behalten. Ne? Mein Kontrahent ist immer ein großes Finanzinstitut. Würde dieses pleite gehen, dann ist auch mein Investment komplett weg. Es ist nicht ein Sondervermögen wie ein ETF oder vielleicht wie ein Fonds, sondern es ist eben eine Verbriefung, quasi wie eine Schuldverschreibung, können wir es auch nennen, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig korrekt ist. So, was ist aber aus meiner Sicht heraus der entscheidende Unterschied zwischen einem Optionsschein und einer Option? Und da nutze ich mal hier, um euch das zu verdeutlichen, den Flipchart. Und zwar, stellt euch Folgendes vor. Ihr habt vielleicht schon mal die Begriffe gehört. Es gibt sogenannte Call-Optionsscheine und es gibt Put-Optionsscheine. Call steht gemeinhin immer für Kaufen, Put steht immer für Verkaufen. Wir übersetzen es mal mit Call steigende Kurse, Put fallende Kurse. Stellt euch folgende Situation vor, ihr habt hier irgendeinen Wert, von mir aus eine Aktie. Und die steht an einem bestimmten Punkt und jetzt erwartet ihr, dass dieser Wert weiter ansteigt. Und das heißt also, was könnt ihr jetzt machen? Ihr seid, wenn ihr einen Optionsschein jetzt kauft, ihr müsstet jetzt bei einem weiter steigenden Preis, müsst ihr da einen sogenannten Call-Optionsschein kaufen, dann würdet ihr darauf setzen, dass der Preis tatsächlich auch weiter ansteigt. Was ihr hier macht, ist ein sogenanntes direktionales Investment, weil ihr verdient wirklich auch nur dann Geld, wenn eure Erwartungshaltung eintritt. Das heißt also, wenn tatsächlich der Preis hier auch steigt, und selbst dann kann man auch eine Menge falsch machen bei der Auswahl des Optionsscheines, aber der Preis muss definitiv steigen, sonst verdient ihr kein Geld. Wenn also der Preis seitwärts läuft oder wenn der Preis sogar fällt, dann verliert ihr mit einem Call-Optionsschein Geld. Das ist Fakt. Warum? Weil ihr könnt den nur kaufen. Und das bedeutet aber, dass ihr von drei Möglichkeiten nur in einem gewinnen könnt. Das heißt, ihr habt zwei Drittel gegen euch. Ne? Ihr habt immer ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. Das sieht jetzt nicht sonderlich sexy aus. So, umgekehrt übrigens genauso, wenn er fallende Preise setzt, ne? Auch dann muss er halt wirklich fallen, seitwärts oder nach oben, verliert er Geld. Bei einer Option könnt ihr auch als Verkäufer von Optionen in Erscheinung treten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich tue. Ich setze darauf, wenn ich jetzt so eine Aktie sehe und aus irgendeinem Grund, charttechnisch, fundamental, egal, setze ich darauf, dass diese Aktie weiter steigt. Dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich das ein bisschen umdrehen und kann sagen, ich setze nicht darauf, dass die Aktie zwingend steigt, sondern ich setze darauf, dass die Aktie nicht mehr unter einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeit fällt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hergehen und könnte sagen, innerhalb der nächsten 45, 50 Tage fällt die Aktie nicht mehr hier unter diesen Bereich, unter diesen Strike. So, Strike wird das dann genannt, klären wir. Also was weiß ich, die Aktie kostet die irgendwie $100 und ich sage, die fällt innerhalb von 50 Tagen nicht mehr unter 85. So, für diese, nennen wir es mal Wette, ne, die ich eingehe, kann ich eine Option verkaufen, und zwar eine Put-Option. Das erkläre ich euch noch, wie das funktioniert. Wenn ich das mache, erhalte ich eine sogenannte Prämie, und zwar von demjenigen, der hier diese Option kauft. Und um gleich die Frage vorneweg zu nehmen, jawohl, es gibt immer jemanden, der diese Optionen kauft. So, mal angenommen, ich erhalte jetzt hier $100, okay, oder $50, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wie sieht denn jetzt mein Chance-Risiko-Verhältnis aus? Was muss passieren? Wenn der Markt steigt, naja, dann gewinne ich, weil ich habe ja darauf gewettet, dass es hier nicht mehr darunter fällt.
Wenn der Markt steigt, seitwärts läuft, auch dann gewinne ich, weil meine Wette war ja, es fällt nicht darunter. So, und was ist, wenn der Markt fällt? Fällt er bis zu diesem Verfallstag nicht unter diese Schwelle von mir aus $85, dann gewinne ich trotzdem die Prämie, die kann ich auf jeden Fall behalten. Nur wenn er darunter geht, dann verliere ich Geld. So, und davor kann man sich schützen, ne? Das ist aber eine andere Geschichte. Das heißt, ich habe hier, wenn ich Optionen handle und wenn ich es richtig mache, ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3:1. Denn von 4 möglichen Fällen kann ich in 3 gewinnen und in einem verlieren. Bei Optionsscheinen kann ich in einem von 3 Fällen gewinnen und in 2 werde ich verlieren. Und das ist, war für mich, als ich das zum allerersten Mal begriffen habe, als mir das mal jemand erklärt hat, da war das für mich wie, als würde sich die Börse in einem ganz anderen Licht präsentieren. Weil ich finde es sehr viel einfacher zu sagen, ich erwarte nicht, wohin geht der Preis, sondern wohin geht er denn nicht mehr. Also dieses ganze Glaskugel lesen, ne? Wo steht denn der DAX in 30 Tagen, wo steht er am Ende des Jahres? Das ist natürlich mühsam und wir wissen alle, dass es im Grunde genommen sinnlos ist. Wenn man das auch mal umkehrt, und das ist übrigens das auch, was große Banken und Institutionen machen, dass sie sagen, wohin geht es denn mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr? Dann habe ich so eine große Chance, aus dieser Erwartungshaltung heraus Geld zu verdienen, dass ich meine Profitabilität an der Börse viel leichter realisieren lässt, als mit diesen ganzen direktionalen Trades, die ich immer mache. So, das ist also der ganz, ganz grobe Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen. Da gibt es noch viel darüber zu sagen. Ich will das aber auch gar nicht noch mehr ausbauen. Es sei denn, ihr sagt jetzt, Mensch, jetzt will ich es aber ganz im Detail nochmal wissen. Ne? Ansonsten würde ich jetzt beim nächsten Mal auf das Thema Option ein bisschen eingehen. Was ist überhaupt so eine Option? Ne? Auf was bezieht die sich und so weiter? Und wie gesagt, wer es nicht abwarten kann, ne? Wer sagt, ich will es aber jetzt alles wissen. Hier diesen Basiskurs einfach nochmal anschauen. Ne? Wie gesagt, da kostet euch 5 Euro und dann habt ihr alles schon drin. So, und bevor ich mich jetzt hier verabschiede und euch noch einen schönen Faschingsdienstag wünsche, noch eine Sache ganz kurz. Und zwar denkt dran, am Donnerstag um 15.30 Uhr bin ich für euch live hier auf YouTube. Wir hoffen, dass das jetzt alles mit der Technik so klappt, dass wir wirklich pünktlich 15.30 Uhr anfangen können. Ihr könnt dann in den Chat eure Fragen stellen zum Thema Börse. Und ich nehme eine gute Stunde Zeit, um euch alles zu beantworten. Seid also live dabei. Wird natürlich auch aufgezeichnet, aber je mehr live dabei sind, umso mehr macht es natürlich Spaß. Also Donnerstag, 15.30 Uhr und jetzt in diesem Sinne, hello, I love, was auch immer ihr zu Hause sagt. Schönen Faschingsdienstag. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.